Dankeschön. Wer es ohne Mikro probieren, hört ihr mich? Ja, und das mit Mikro besser. Ein breites Kreuz, dicke Arme, eine geblendete Brust. Das war das, was ich gedacht habe, dass die wesentlichen Tools sind, die wesentlichen Skills, die man als Führungskraft benötigt. Denn das waren die Idole meiner Jugendzeit. Das waren die Sachen, die ich im Kino gesehen habe, in Filmen gesehen habe. Und die großen Helden, die Anführer, die hatten einfach eine sportliche Figur. Und so ging ich ins Fitnesscenter und habe unglaublich viel Sport betrieben, um genau das zu schaffen, aus meinen 65 Kilo Waschlappensack einen Sportler hinzubekommen und zu sagen, dann werde ich später im Leben einmal vielleicht die Chance haben, andere Menschen anführen zu können. Zugegebenermaßen, es war dann beim ersten Bewerberinterview als Führungskraft nicht ganz das, was dafür entschieden hat. Es war aber was anderes, was indirekt mitgelaufen ist. Es war nicht das Offensichtliche, nicht das, was man gesehen hat, sondern das, was ich durch den Sport gelernt habe. Es war eine andere Art zu denken. Eine spezielle Form der Intelligenz, die Wissenschaftler oder Howard Gardner hat sie intrapersonelle Intelligenz genannt. Und die hat mir geholfen, meinen ersten Führungsjob zu bekommen. Was ist das? Interpersonelle Intelligenz bedeutet, im Sport sich zum Beispiel Ziele zu setzen, eine klare Vision zu haben. So bei meiner ersten Aufgabe, als ich begonnen habe, in einem Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren, war klar, ich habe Hefte darüber gelesen, ich habe mir Filme angeschaut und ich wollte so werden wie Arnold. Das war das, was mich besiegt hat. Und ich habe mir das vorgestellt, wie das aber sein wird eines Tages, wenn ich mit einem riesen Pokal nach Hause kommen werde und wie die Leute applaudieren werden, wie ihnen das gefallen wird, wenn da jemand dasteht, der so cool und so berühmt ist wie Arnold. Es war dieses Bild, was mich getrieben hat, dieses Bild in einer möglichen fernen Zukunft, der keine Ahnung, ich schaue aus, ich habe ausgesehen wie Soletti. Aber die Vorstellung, einmal so eine Figur zu haben wie der in dieser Zeitschrift, das hat mich angetrieben, zu trainieren, Sport zu machen, etwas zu beginnen. Im Berufsleben später war es ähnlich. Ich habe gelernt, durch diese einfache Aufgabe, wie wichtig eine Vision für einen Unternehmer ist, wie wichtig eine Vision für einen Mutter ist. Als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, ein Franchise-Unternehmen gemeinsam mit meiner Frau, war ich eingeladen zu einem Einführungsseminar. Und das Ziel bei dem Seminar war sehr simpel. Wir sollten lernen, wie man das Unternehmen richtig führt. Ich war nach 3 Tagen Seminar so begeistert, ich war motiviert, ich wollte wirklich was bewegen. Das, was mich bewegt hat, war vor allem, war der Mann, der das geleitet hat. Das war der, der die Idee hatte, die Geschäftsidee, der daraus ein Franchise-Unternehmen gemacht hat. Und ich bin zu ihm gegangen nach dem Ende der 3 Tage, habe ihm einen Zettel geschrieben, da stand drauf, eines Tages werde ich hier unser stärkes Geschäftsfeld führen. Was eine mutige Idee, ich hatte keine Ahnung, wie das wirklich geht. Aber diese Idee hat mich begeistert, diese Idee hat mich fasziniert. Und sie hat mich 11 Jahre lang getrieben. Es hat ehrlicherweise 11 Jahre gedauert, bis ich das wirklich umgesetzt habe. Aber 11 Jahre lang hat mich diese Vision angetrieben, eines Tages mein Versprechen einzulösen, diese Vision, dieses große Bild in der fernen Zukunft tatsächlich zu erfüllen. Das Zweite, was im Sport war, neben der Vision, war immer, du brauchst massive Gründe. Das ist im Berufsleben. Als Leader, als Anführer, in einem Unternehmen, als Unternehmer oder als Leadership genauso entscheidend. Ich hatte starke Gründe. Gründe, tatsächlich meine Vision umzusetzen. Denn, wie Sie meinen Namen nun schon entnehmen können, ich bin ein typisches Gastarbeiter. Also, mein Vater ist ein griechischer Einwanderer gewesen, einer der allerersten Generation. Und meinen Namen konnte Huber aussprechen. Und ich habe echt darunter gelitten. Deswegen, ich wollte immer Huber heißen oder Müller oder sowas Einfaches. Und, aber Psarilis, das war für mich echt etwas Schlimmes. Und das Zweite war, ich wollte nicht so gerne meine Eltern, vielleicht kennen Sie das. Mein Vater, ich liebe meinen Vater, ist mittlerweile verstorben, hat sein Leben lang hart gearbeitet. Er hat das Autoreifen montiert, er hat als Handwerker war tätig und hat sich angestrengt, um die Familie zu ernähren. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Sinn des Lebens sein kann, 40 Jahre lang hart zu arbeiten, sich dann langsam einzuschränken nach der Pension bis zum Tod und das war's dann. Ich habe mir damals geschworen, ich möchte etwas schaffen, mehr erreichen. Ich wollte so werden wie die im Fernsehen. Ich wollte einmal
ein Anführer werden, ein Leader werden, ich wollte ein Unternehmen führen, ich wollte was Eigenes haben. Das war mein Ziel und ich wollte Erfolg, finanzielle Freiheit. Das hat mich getrieben. Und das Zweite, was mich angetrieben im Leben war, ganz komischer Impuls von einer Freundin, die heute voll unbedeutend ist. Aber der Vater hat bei mir gesagt, zu meinem ersten Vorstellungstermin, das ist mein Freund, hat er mit mir geplaudert und hat gesagt, Junge, also aus dir wird wahrscheinlich nie was werden. Du musst sowas lernen, du musst ein Haus haben und dann hast du es geschafft, aber aus dir, du bist bloß Kellner in der Gastronomie. Aus dir wird nie was werden. Und mir hat das damals etwas gegeben. Ich habe damals das bin mit mir gemacht oder nicht. Ich habe so einen massiven Grund bekommen, aus mir was machen zu wollen. Ich wollte beweisen, dass ein Gastarbeiterkind was erreichen kann. Das war der Antrieb, das was im Sport nicht getrieben hat, das haben wir später im Berufsleben getrieben. Sie brauchen also, wenn Sie ein Unternehmer gründen wollen, wenn Sie ein Leader sein wollen, eine Vision, Sie brauchen Gründe und Ziele. Was ist der Unterschied zwischen Vision und Ziel? Das, was die Vision und die Gründe, die habe ich, denn die Begeisterung geweckt in mir, aber was tatsächlich die Leidenschaft tatsächlich zum Entfachen gebracht hat, was die Glut angeheizt hat, was ein richtiges Feuer daraus gemacht hat, das war das Ziel. Als ich mir gesetzt habe, dass ich österreichischer Meister werden wollte im Sport. Mein allererstes Ziel, ich hatte plötzlich, und das war der Unterschied, einen klaren Termin. Nicht irgendwas in der fernen Zukunft, es war ein klarer Termin. Und es war klar, was es sein sollte, ich wollte gewinnen. Es war nicht irgendwas dabei, sondern ich wollte gewinnen, das war mein Ziel. Und Berufsleben ist genau das Gleiche. Du brauchst ganz klare Ziele. Was ist der Unterschied? Ein Ziel ist terminisiert. Du musst genau sagen, an dem Schichttag soll es erreicht sein. Und du musst genau es messen können. Ziele sind smart, vielleicht habt ihr das schon gehört. Und viele Leute, die heute zum Neujahr haben, wunderschöne Vorsätze. Sie sagen dann, wenn sie Pessimisten sind, soll es nicht schlechter gehen. Und wenn sie Optimisten sind, sagen sie, soll es ein bisschen besser gehen. Zum bleiben. Oder glücklich werden. Das sind alles keine Ziele. Oder viel Geld verdienen. Wer möchte viel Geld verdienen? Also nur für ein bisschen wahr. Wer möchte wenig Geld verdienen, ist eine Gegenfrage. Wer traut sich den Arm nicht drehen? Weil sie können so der Schwamm entscheiden. Das wird nicht gefühlt. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich möchte viel Geld verdienen, Sie möchten erfolgreich werden im Leben, dann ist die Frage, was ist viel Geld zum Beispiel? Das ist kein Ziel. Warum nicht? Ziel würde bedeuten, ich möchte 2.500 Euro verdienen monatlich und das bis 31.12.2014. Oder ich möchte 100.000 Euro Privatvermögen haben am 31.12.2015. Das wäre ein klares Ziel, weil es messbar ist und terminisiert. Denn du kannst dazu einen Plan machen. Auch das ist ein entscheidender Faktor für einen Unternehmer. Er braucht ein Ziel und muss einen klaren Plan machen. Viele Leute haben manchmal ein Ziel, manchmal ist auch nur ein Wunsch, und dann wissen sie nicht genau, wie sie hinkommen und sie sagen, schauen wir mal. Wenn ich aber ein Ziel habe und ich kann es planen, also überlegen, wie komme ich dorthin, dann ist es der Schlüssel für den Erfolg. Draußen im echten Leben, wenn es um Beruf darum geht, was zu schaffen, erfolgreich zu werden, was zu erreichen, dann ist die wichtigste Aufgabe, die Sie als Führungskraft brauchen, wenn Sie Führungskraft werden wollen, sich klare Ziele zu setzen, einen klaren Plan zu haben dafür, wie man das erreichen kann und sich laufend Fragen stellen. Durch den Plan wird es glaubhaft. Aber dazwischen passieren immer wieder Ereignisse, die Sie aus der Bahn werfen werden, die Ihnen möglicherweise das Gefühl geben werden, schaffe ich das, werde ich das erreichen, wird es machbar sein, wird es klappen. Zweifel kommen, Unsicherheit. Und immer wenn Zweifel und Unsicherheit kommen, ist die Schlussfrage, wie schafft man es? Beim letzten Bewerbinterview von mir hat mich einer der Bewerber gefragt, Herr Zeridis, was muss ich machen, um erfolgreich zu kommen? Und was ich ansetze, das zu sagen, noch bevor ich das sagen konnte, sagt er, aber ich glaube eigentlich das Wichtigste ist Glück, oder? Wer sagt, man muss Glück haben, um erfolgreich zu sein? Ich habe uns erfreut, dass wir einander dafür ist. Viele Leute sagen Glück, weil sie denken, ein anderer hat es gemacht im Leben. Wenn ich ein Ziel habe, habe ich selber bestimmt, was mein Ergebnis sein wird, das ich erreichen will. Ich habe das Glück quasi in die Hand genommen. Aber der Schlüssel, was ich immer frage, ist, wie schaffe ich, dass ich tatsächlich meine Ziele erreiche? Das hat etwas mit der Qualität der Fragen zu tun, die ich mir täglich stelle. Sie können also heute nach Hause gehen, sich zum Beispiel die Frage stellen, können Sie auch stellen beim nächsten Bewerbungsgespräch, wenn Sie in der Firma das erste Mal eine Vorstellung haben, und Sie kriegen ein Angebot, dann können Sie sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, Sie können sich fragen, warum es nicht klappen wird, Sie können sich die Frage stellen, wieso werde ich das nicht hinkriegen, wieso bin ich zu wenig qualifiziert, wieso wird es nicht funktionieren, und wissen Sie, die Antwort ist schon da. Sie können auch nach Hause gehen und sich die Frage stellen, wie Sie schaffen werden. Und auch diese Antwort ist schon da.
Erfolg im Leben hat sehr viel mit der Qualität der Fragen zu tun, die sich selber stellen, die Sie sich persönlich jeden Tag stellen. Damit hat Erfolg so viel zu tun, mit der Qualität der Fragen, die sich selber stellen. Stellen Sie sich im Leben eher User-Fragen oder stellen Sie sich Wiener-Fragen? Fragen, warum es nicht geht oder Fragen, wie Sie schaffen können. Warum kommen diese Fragen, warum kommen bei Menschen Zweifel auf? Denn wir leben natürlich so den meisten Erfolg. Aber Selbstführung bedeutet auch, dass Sie immer damit rechnen müssen, dass Sie zwei Gegner haben. Einer ist Bequemlichkeit und der andere Befürchtung. Bequemlichkeit heißt, Sie haben alle sowas wie einen Schweinehund, den Waldi, wie jemand, der Sie abhält von dem, was Sie auch machen wollen. Manche haben kleiner und manche größer. Und die Frage ist, wie können Sie überwinden? Können wir helfen dir dabei? Mit welchen Fragen stellen wir dir dabei? Und dann wird der Zweifel kommen, der nächste kommt, einen Weg zu finden, wie kann ich das anbringen. Das habe ich gelernt bei einem Seminar. Ich habe mich angemeldet für ein Seminar in Deutschland, bin dort hingekommen, wir haben dort so einen ganzen Tag richtig gute Motivation, wir haben viel gelernt. Und dann am Ende gab es noch einen Höhepunkt. Und ich habe das übersehen in der Einladung. Der Höhepunkt war Feuerlauf. Was ist ein Feuerlauf, haben wir gedacht. Das war sehr einfach. Da gab es draußen einen hohen Holzstoß und hat abgebrannt über mehrere Stunden, bis nur so kleine Holzkohlen über waren und diese heißen Holzkohlen hat er aufgelegt auf so einer Straße, so wie hier. Und dann hat der Trainer gesagt, es wird ungefähr so zwischen 800 bis 1000 Grad. Und da sollten großflüssig drüber gehen. 800 bis 1000 Grad heiße Kohlen, Sie können sich vorstellen, da kommen ein paar komische Fragen im Kopf. Die nicht damit zu tun haben, wie kann ich schaffen, sondern wie komme ich hier weg? Das war die Frage, wie komme ich hier raus? Kann ich die Schuhe auch anlassen? Und er hat gesagt, wie Sie, ich habe es eben gesehen, jeder, der das bis jetzt gemacht hat, hat das noch geschafft. Das machen Naturvölker seit hunderten Jahren. Die schlimme Frage ist nur, wie kann man das schaffen? Aber wenn Sie es wirklich wollen, dann zeige ich es Ihnen. Ich kann auch sagen, wie kommen Sie nach Hause und dann können Sie gehen, ich werde Sie nicht auffallen. Aber wenn Sie es wissen wollen, dann zeige ich es Ihnen. Das hat mein Ehrgeiz aufgestanden. Ich sagte, okay, sag mir, wie es geht. Und das war im Prinzip sehr einfach. Er hat gesagt, das Wichtigste ist dabei, es ist wichtig, worauf du schaust. Es sind nicht Job. Wenn du auf die Kohlen schaust, siehst du, wie heißt es. Schau dorthin, wo du hin willst. Dein Ziel ist nicht die Kohlen, dein Ziel ist am Ende des Feuers. Das Zweite ist, es ist entscheidend, was du da sagst. Du kannst es sagen, das ist heiß, aber du sagst dir, ich schaffe das. Und es ist wichtig, wie stellst du dich hin? Gehst du so zum Feuer voller Angst? Oder stellst du dich gerade auf, aufrecht, schaust nach vorne, sagst du das Richtige und machst den ersten Schritt. Und diese einfache Methodik, auch wenn sie so einfach klingt, hat nicht nur das Feuer gebracht, sie hat mir später im Leben enorm geholfen. Jedes Mal, wenn Angst kommt, wenn Zweifel kommt, wusste ich, muss mich nur ordentlich hinstellen, die richtige Frage stellen, auf mein Ziel schauen und den ersten Schritt machen. Seit der Veranstaltung, ich bin selber sehr befreit, war für einen Rahmen meiner Seminare, weil mich sehr Technik begeistert hat, wie es Menschen helfen kann, eigentlich ihre Ängste oder ihre Bequemlichkeit gut zu überwinden. Das, was mir so geholfen hat, war in Wirklichkeit, mich selber führen zu lernen. Mit klaren Zielen, mit klaren Plänen, mit einer klaren Vision, mit massiven Gründen, mit den richtigen Fragen. Aber als ich das erste Mal ein eigenes Unternehmen gegründet habe, dann war die Situation plötzlich anders. Plötzlich ging es nicht nur um mich, es ging auch um andere Menschen. Ich musste andere Menschen führen. 1992 haben wir beide, meine Frau und ich, die Silvia und ich, uns entschieden, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Der Grund, dass ich mit dem Mut hatte, war, weil ich gelernt habe, Selbstdisziplin. Die Schwierigkeit war aber, ich alleine kann ein Unternehmer nicht erfolgreich machen. Ich muss das anderen Leuten beibringen. Und die Frage war, wo kann man das lernen? Und tatsächlich habe ich im Leben natürlich auf das zurückgegriffen, was die meisten zurückgreifen, auf meine Erfahrungen. Meine erste Erfahrung im Leben mit einer Führungskraft war sehr simpel, es war in der Gastronomie, als ich junger Bursch, weil meine Eltern wenig Geld hatten, einen Lehrberuf ergriffen habe. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet und meine erste Führungskraft war ein Chef. Also eigentlich Chef und Chefin. Und diese beiden haben mir gezeigt, wie man führt. Die sind nämlich immer in der Mitte vom Lokal gesessen, meistens die Frau, und sie hat immer genau beobachtet, was wir machen. Und immer wenn etwas falsch war, hat sie den Finger gehoben und hat uns sehr gewinkt und hat sofort uns gesagt, was nicht was falsch war. Es war Führen nach unserer Art, Chefin. Und ich wusste, so führt man Menschen, man kontrolliert sie, man beaufsichtigt, schaut genau, was sie falsch machen. Und wenn sie was falsch machen, dann sagt mir, dann holen sie her. Das war das Erste, was ich über Führung erfahren habe. Und später hat man mich dann abgeworben zu einem großen Konzern und habe gelernt, wie geht Konzernführung. Konzernführung über Hierarchien, das war sehr klar, was in der Reise, oben, nicht unten.
Also die zweite Erfahrung gemacht habe, wenn man unten ist, ist selber nicht beschissen, weil da wieder über dir sind. Und du musst genau das machen, was dein Vorgesetzter verlangt und schauen, dass du ja gerecht bist und hoffen, dass du dadurch weiterkommst. Und das einzige Ziel ist, man muss sich selbst schaffen, gewinnt sein und schauen, dass man auch irgendwie nach oben kommt. Und alles habe ich versucht, als ich mein eigenes Unternehmen hatte, wie ein Chef zu sein, wie ein Konzernführer zu sein. Ich habe gemerkt, eigentlich der große Erfolg passiert dadurch. Wir sind zwar manchmal zwei Schritte nach vorne und dann wieder einen Schritt zurück. Das war so zwei Schritte nach vorne und einen Schritt zurück. Aber wir sind ja nie weitergekommen. Ich habe Bücher gelesen, Seminare besucht, ich habe den Schlüssel gesucht, was ist das Geheimnis der erfolgreichen Menschenführung. Und erst 5 Jahre später, 1997, sollte ein Durchbruch kommen. Denn ich habe in all den Büchern viele Meinungen gelesen, Ideen bekommen. Ich habe vieles probiert, einiges hat funktioniert, einiges weniger. Ich habe, glaube ich, jeden Fehler gemacht, den man als Führungskraft machen kann. Und ich hoffe, dass meine heutigen Mitarbeiter mir das noch immer verzeihen, was da alles passiert ist. Ich wusste es einfach nicht besser. Ich habe alles probiert und manches hat geklappt. Aber dann 97, da kam für mich ein Durchbruch. Ich habe einen legendären Trainer gesehen, der mir gezeigt hat, Führung geht ganz anders, als ich gedacht habe. Ich habe ein neues Wort gelernt. Leadership. Und wenn man Leadership der theoretisch erklärt, wenn man Leadership in der Praxis erklärt. Ich sage, es gibt unterschiedliche Arten, es gibt Manager, die managen Dinge, verwalten Sachen, Aufgaben, aber es gibt Leader, die führen Menschen, einer der Menschen führt, der Verantwortung für Menschen hat, der ist das Wichtigste, du musst das selber können. Selber können, das war für mich komplett neu, denn ich wusste bis jetzt immer, der Chef muss das gar nicht können, der muss mir noch anschaffen. Das habe ich bis jetzt kennengelernt. Und? Ich habe gelernt, nicht nur selber können, du musst es auch anderen beibringen können. Sei ein guter Trainer, sei ein guter Coach. Bring es Leuten bei, du musst sie dort abholen, wo sie sind. Du bildest deine Leute aus, du entwickelst die Leute. Und gehen voraus, sei ein gutes Vorbild, sei ein Vormacher. Das waren komplett neue Ansätze, die ich vorher noch nicht so gehört habe. Aber alles, was man eben hört, habe ich gelernt, muss man einmal ausprobieren und umsetzen. Ging zurück, wir haben es probiert. Ich habe eine kleine Verkaufsabteilung geleitet mit wenigen Leuten. Und ich wusste, ich muss eigentlich selber gut verkaufen können. Also ich bin bemüht, selber gut verkaufen zu lernen. Ich bin nicht mehr gut gekommen. Ich habe gelernt, es gut zu können. Ich habe das Gleiche gemacht bei meinen Leuten. Ich habe sie dann versucht vorzumachen. Ich habe neue Leute ausgebildet und plötzlich hat es funktioniert. Und wir sind größer geworden. Wir haben neue Leute dazu bekommen. Ich habe angefangen, meine Führungskräfte aufzunehmen. Unser Unternehmen ist gewachsen. Auf 20, auf 30, auf wenig Strom. Auf 20, auf 30 Leute. Ich fühle mich jetzt viel wohler, wenn ich kein Sarkoff durch das Mikrofon halten muss. Auf 20, 30 Leute. Wir sind gewachsen auf 20, 30, 40, 50 Leute. Wir werden eine Führungsebene, mehrere Führungsebene. So. Wir werden plötzlich mehrere Führungsebene. Ich habe meine Führungsebene das gleiche beigebracht, was ich gelernt habe. Es kam ein 4. Schritt dazu, zu erkennen, wenn man größer wird, auch die wichtigste Aufgabe ist immer Chefsache, das ist die Aufgabe des Leaders, die musst du selber machen. Und dieses System habe ich nicht nur meinen Leuten gezeigt, wir haben es im Unternehmen angefangen, alle umzusetzen zu leben. Und plötzlich ist unser Unternehmen von einem kleinen Betrieb mit 30, 40, 50 Leuten sind wir 100 geworden, 200. Und im Laufe von insgesamt 17 Jahren 200.000 Leute ausgeführt. Wir haben über 100.000 Kunden gewonnen. Wir haben mehr als 5 Milliarden Kundengelder an Vertrag bekommen. Wir sind das größte Finanzdienstleistungsunternehmen in Mitteleuropa geworden, das als fremdes Unternehmen fungiert hat. Eine unglaubliche Geschichte, die passiert, das alles nur deswegen, weil ich gelernt habe, wie Leadership funktioniert. Und die für mich nicht Schlüssel, für mich war, als Leader, als Unterschied zum Chef, du führst Menschen. Ein Leader ist jemand, der Dinge verwaltet, organisiert, der Aufsicht. Ein Leader führt Menschen. Und er muss es selber können, er muss vorangehen können, er muss der Vormacher sein, du musst Beispiel sein, er muss die wichtigste Aufgabe selber erledigen können. Leadership hat auch sehr viel mit unternehmerischem Denken zu tun. Ein Unternehmer denkt anders als ein Angestellter. Du musst als Unternehmer zum Beispiel immer lösungsorientiert denken. Viele Angestellte denken problemorientiert. Sie überlegen sofort, um was nicht geht. Ein Unternehmer muss immer überlegen, wie geht es trotzdem. Er geht also anders an die Sachen ran. Wie kann es trotzdem funktionieren, ganz anders zu denken? Er denkt ergebnisorientiert, nicht handlungsorientiert. Angestellte denken sehr oft, welche Aufgaben sind zu erledigen und arbeiten nur du bist mal. Ein Unternehmer wird immer überlegen, welches Ergebnis will ich bewirken und was ist dafür zu tun, um dieses Ergebnis zu bewirken. Er will nicht irgendwas tun, sondern nur die Dinge, die Ergebnisse bewirken, das sind die Prioritäten, die haben wird. Und er wird für andere Sachen sich einen Stab suchen, den er delegieren kann. Er sucht sich dafür einen Manager, der macht die wichtigsten Sachen selber. Er ist immer jemand,
der nicht erfahrt, dass ein anderer sagt, was zu tun ist. Das warten Angestellte. Wir warten darauf, dass ein anderer sagt, was zu machen ist. Ein Unternehmer wird immer erkennen, was ist die wichtigste Aufgabe und wird diese Aufgabe selber machen. Und niemand muss ihm sagen, was zu tun ist. Er weiß, was zu tun ist, um das Ergebnis zu bekommen. Andere Art zu denken. Und da bewirkt vor allem Unternehmer eines, dass das ganze Unternehmen funktioniert wie eine Lokomotive. Er ist die Lokform. Der wichtigste Effekt, der passiert bei einer guten Leader, ist Lokomotion. Zugkraft. Du musst dafür sorgen, als Leader, dass die Leute klare Ziele haben, dass du eine klare Vision hast. Wenn du weißt, als Leader, wo du hin willst, wenn du also zum Beispiel von den Augen siehst, was das Ziel ist in den nächsten 5-6 Jahren, was du, wo du hin willst, und alle Leute wissen das in einem Unternehmen, dann ist es das, was die Herzen der Menschen begeistert. Es ist das Erreichen des Gipfels, was die Menschen begeistert, auf einen Berg zu gehen. Der Gipfel ist es, nicht der Bergführer. Der Führer hilft nur, dass die Leute dorthin kommen. Du willst etwas schaffen. Du musst im Unternehmen dafür sorgen, dass es klare Ziele gibt für ihn, dass die Leute gecoacht werden, dass sie entwickelt werden, dass Lob und Kritik stattfindet, sodass Menschen begeistert auf etwas hinarbeiten können. Und sie müssen ja auch Chancen, ihre eigenen Ziele zu schaffen. Dann entsteht dieser Effekt. Und Teamgeist, Kohäsion. Kohäsion bedeutet, dass die Mannschaft gerne miteinander arbeitet. Deswegen sucht er ihn auch die Leute selber aus. Und er ist auch bereit, nicht nur im Berufsleben zu arbeiten, auch in der Freizeit. Er trifft sich mit seinen Leuten und macht gemeinsame Erlebnisse. Er arbeitet nicht nur beruflich zusammen, sondern er schweißt ein Team. Er hat für die Leute gemeinsame Ziele, gemeinsame Aufgaben, dass alle wissen im Unternehmen, was es gibt zu erreichen. Dadurch entsteht diese so wichtige Kraft, diese Kohäsion. Leadership ist ein Lebensstil. Leader übrigens kann jeder sein im Leben. Anführer kann jeder sein. Als gutes Vorbild vorangehen, das Wichtigste selber machen. Dazu muss ich nicht eine Führungsaufgabe kriegen. Aber es hilft natürlich. Speziell dort hilft es, wo Vertrieb ist. Wenn man Unternehmen hat, die etwas Dienstleistung anbieten, die Verkauf anbieten, dann ist das Wichtigste, dass im Vertrieb einen ganz klaren Leader gibt. Entscheidend für meinen persönlichen Erfolg, der Weg vom Gastarbeiterkind zum Millionär. Das war das Geheimnis des Leadership. Deswegen versuchen Sie im Leben alles das rauszufinden, wie Leadership funktioniert. Eines der schönsten Aufgaben, die es gibt, nämlich für andere Menschen jemand zu werden, dem Leute gerne folgen. Und folgt Erfolg. Jemand, das vorgeht. Erfolg kaum eine Verwaltung. Menschen hassen es, wenn sie einen Chef haben oder einen Manager, der da hinten sitzt, der die Aufgaben kontrolliert, verwaltet, beaufsichtigt. Das wollen die Leute nicht. Sie wollen jemanden, der ihnen vorzeigt, wie man erfolgreich wird, der mit ihnen schließt, der sie ihnen das beibringt, sodass sie durch selber entwickelt werden können und auch am Erfolg partizipieren. Wir haben dann 2009 ein neues Unternehmen gegründet. Wir haben ein altes Unternehmen zurückverkauft und wir haben ein neues Unternehmen gegründet, die Leadership Company. Das Leadership Company ist sehr, sehr einfach. Wir sind eine Akademie für Verkäufer und Vertriebsführungskräfte. Wir geben heute unser Wissen, mit dem wir unser eigenes Unternehmen aufgebaut haben, heute an andere Menschen weiter. Zu unseren Seminaren kommen Leute, die Leadership lernen wollen. Lernen wollen, wie man besser verkaufen kann, besser kommunizieren kann, wie man seine Persönlichkeit entwickeln kann. Mittlerweile hat das Unternehmen auch Beteiligung an anderen interessanten Projekten. Wir haben mittlerweile die Finanzschule zum Beispiel gegründet, weil es gerade ein Puls der Zeit ist. Die meisten Menschen, wenn sie heute Zeitung aufschlagen, sind ängstlich, sind besorgt, wie geht es mit unserem Geld weiter, was bedeutet Finanzkrise, was wird das heißen für mich, für meine Zukunft. Das größte Problem ist, weil die Leute in der Schule nicht lernen, wie geht man mit. Man lernt nicht, wie wird man guter Leader. Man lernt in der Schule noch kaum, wie geht man mit Geld durch. Wer von ihr hat gelernt, wie man mit Geld durch? In der Schule. Die wenigsten. Die wenigsten kommen aus ins Leben und lernen die Dinge, die wirklich entscheidend sind. Wenn in der Schule alles möglich ist, aber nicht, wie man im Leben erfolgreich wird. Das muss man manchmal meistens selbst draufkommen. Bei Geld zum Beispiel ist auf jeden Fall so. Aber dann ist die Frage, jetzt kann ich erwachsen und stehe im Berufsleben, wo kann ich als Erwachsener lernen, wie funktioniert Geld? Genau das war der Engpass, den wir erkannt haben und gesagt, das würden wir Leuten beibringen. Dasselbe die Führung. Wo kann man lernen, wie geht Führung? Und so war unsere Entscheidung, wir wollen genau das anderen Menschen weitergeben. Der Makel, den ich festgestellt habe, war, wie kann man am besten führen lernen, wenn man junge Führungskraft ist. Ich habe mittlerweile ein Buch dazu geschrieben, denn das, was mir gefällt hat als junger Bursche, war ein System. Ein System, wie kann man das lernen? Und in einem Buch der Liedermacher, das Sie zufälligerweise der Titel kaufen können, geht es um ein System. Und das sind die fünf wichtigsten Schritte, um führen zu lernen. Das erste, ich muss mich zunächst selber führen können. Das Wichtigste ist das, was ich im Sport gelernt habe, wenn wir auf das zurückkommen wollen, Selbstdisziplin.
zu lernen, sich selber Ziele zu setzen, selber massive Ziele zu haben, selber das zu machen, von dem man weiß, was zu tun ist. Die meisten Leute wissen, was sie tun sollen, aber sie tun nicht das, was sie wissen. Selbstdisziplin heißt, genau das zu tun. Genau gehen sie in den Schein und gehen sie mit Befürchtungen anzugehen. Darum geht es. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn ich beginne, mit anderen Leuten zu arbeiten, dann kann ich als Beispiel zunächst einmal vorangehen, weil ich es mit mir selber kann. Ich muss die richtigen Leute selber gewinnen. Der zweite Schritt ist Recruiting der richtigen Leute. Was bedeutet das? Rekrutieren bedeutet, ein guter Leader gewinnt sein Team selber. Er wird die Leute nicht am Personalberater verantworten oder einer Personalstelle. Er wird sich selber die Leute aussuchen, selber die Bewerbungsgespräche führen, selber dafür entscheiden, um sein Core-Team zusammenzustellen. Und er wird die Einarbeitung persönlich übernehmen. Er wird sich darum kümmern, dass die richtigen Leute am richtigen Ort arbeiten und er wird sich darum kümmern, sich selber zu befähigen. Das sind die nächsten beiden Schritte, Recruiting und Onboarding. Und dann geht es im vierten Schritt darum, wie kann ich eine einzelne Person führen, wie coache ich jemanden, wie entwickle ich tatsächlich das vorhandene Potenzial aus Menschen raus, sodass sie ihre persönlichen Ziele und Ergebnisse schaffen können, dass sie echte Spitzenleister werden, Unternehmer, dass sie schaffen, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Wie kann ich ihn einsatz zu bringen, dass er das macht, was die wenigsten machen, nämlich sein echtes Potenzial der Unternehmer zum Einsatz bringt. Und wie kann ich schlussendlich ein Team führen, vielleicht mit 15 Leuten, vielleicht ein Team mit 100 Leuten, eine Region mit 1000 Leuten, wie schaffe ich die richtigen Strukturen zu schaffen, die richtigen Prozesse Unternehmer einzubringen, dafür zu sorgen, dass alle Führungsebenen funktionieren. Was ist dann die Aufgabe eines CEOs, was ist die Aufgabe eines Regionalrates, was macht jemand, der eine große Organisation führt. All das ist erlernbar. Und all diese Schritte zeigen wir in unserem System. Am Ende des Tages ist aber die Schlussfrage, braucht man das überhaupt? Muss man überhaupt irgendwo führen lernen? Ist auch notwendig zu wissen, was macht ein Leader, was macht ein Manager, was ist der Unterschied? Gibt es nicht schon genug gute Führungskräfte, außergewöhnliche? Ist das Idee was ganz Einfaches, das man einfach machen kann? Kann ich einfach das nachmachen, was ich jeden Tag sehe? Und was mir am meisten erschreckt hat, war, dass es einmal im Jahr in Österreich eine Studie gibt. Nämlich eine Studie über die Produktivität von Menschen und Unternehmen. Und das Interessante an dieser Studie ist, dass die Arbeitsleistung der Österreicher kaum genutzt wird. Was denken Sie, wie viel Prozent der echten Arbeitsleistung des Potenzials eines durchschnittlichen österreichischen Mitarbeiters wird echter Unternehmer genutzt? Oder? Bisschen anders formuliert, wie viel Prozent der Arbeitszeit des Österreichers ist unproduktiv? Was schätzen Sie? Viel wenig. 40%. 40% der Arbeitszeit des Österreichers ist unproduktiv. Und das Folgende daran ist, nicht nur, dass damit Milliarden der Wirtschaft verloren gehen, die Verantwortung liegt bei den Führungskräften. Das schauen wir uns in der Studie hier an. Hier sieht man nämlich, dass die Arbeitszeit, wie sie verteilt ist, bei einer durchschnittlichen österreichischen Führungskraft. Und das Witzige daran ist, dass 81% der Arbeitszeit der österreichischen Führungskraft für Dinge benutzt, die nichts mit Führung zu tun haben. 81% wird für Sachen benutzt, wie zum Beispiel Administration oder Aufgaben, die man delegieren kann. Nur 19% wird für echte Führungsarbeit benutzt. Und davon, und das ist das Spannende, ist der Großteil reaktiv, also die Reaktion auf Anforderungen für den Zukommen. Nur, und das ist das Erschütternde daran, nur 6% ist produktiv, aus eigener Kraft, wenn etwas gemacht wird, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und das Schlimmste ist, 1% ist für die Entwicklung der Menschen, nämlich hat was mit Training zu tun. Nur 1%. Es ist also Bedarf nach Führungskräften, da ausreichender Bedarf. Und deswegen meine Botschaft an Sie, die Wirtschaft braucht gute Leader, braucht Anführer, braucht Unternehmer, Leute, die bereit sind, mehr zu tun, als nur zu managen, mehr zu tun, als nur zu verwalten, was Zahlen, Daten, Fakten zu lesen, braucht Leute, die ein gutes Beispiel geben wollen, die Träume haben, die eine Vision haben, die klare Ziele haben, die sich selber führen können und die Leader sein wollen. So, ein bisschen Aufruf an Sie. Einer von Ihnen, so aus der Glyzina vor, weiß ich, dass Sie mein eigenes Unternehmen gründen wollen. Ein guter Baustein sind ein paar Impulse, die ich heute gegeben habe dafür. Ich möchte mich damit bedanken, dass Sie mittlerweile 30 Minuten, knapp 30 Minuten Ihres Lebens mit mir geteilt haben. Ich wünsche Ihnen persönlich, dass Sie
klare Ziele ermitteln, dass sie wissen, wo sie hinwollen. Das ist das Wichtigste, was man im Leben haben kann, zu wissen, wohin will ich. Dann wissen sie das nicht, dann werden sie einfach getrieben von anderen. Dann wenn sie die anderen Menschen haben. Wenn sie eigene haben, dann wissen sie, wo sie hinwollen. Ich wünsche, dass sie alle diese Sterne vom Himmel holen, die es am Himmel gibt, die sie persönlich wollen. Und ich bin von einer Sache überzeugt, da draußen, im wirklichen Leben, da kommt es auf eine ganz einfache Sache an. Es kommt nur darauf an, welche Seele sie setzen. Es wird nie darauf ankommen, wie der Wind geht. Es kommt nur darauf an, was sie persönlich machen und wo sie im Leben hinwollen. Viel Erfolg für euch.